Ja, hallo. In diesem Video wollen wir die Dreiecksungleichung herleiten, und zwar für reelle Zahlen. Wenn ihr den Beweis für komplexe Zahlen sucht, den habe ich in einem anderen Video gemacht. Gut, diese Formel ist sehr wichtig. Wir werden die dann in der Reihenlehre für Konvergenzbeweise benutzen und auch in anderen Fachgebieten. Als Vorkenntnisse benötigen wir diese drei Formeln oder drei Sätze. Fangen wir mal mit der ersten an. Diese erste Formel sagt also, wenn ich einen Betrag, genauer gesagt den Betrag eines Termes, also wenn ich den Betrag eines Termes quadriere, dann kann ich die Betragszeichen einfach wegfallen lassen. Das ist auch logisch, denn die Betragszeichen entfernen ja nur ein Minuszeichen und durch das Quadrieren wird das Minuszeichen sowieso verschluckt. Das ist sowieso weg, falls da eins auftritt. Ja, also falls der Term ein negatives Vorzeichen hat, ist es sowieso weg, da brauche ich nicht nochmal Betragszeichen setzen, sondern die kann ich wegfallen lassen. Ja, die zweite Formel, die wir benötigen, ist die erste binomische Formel, die kennt ihr aus der Schule. Ja, und als drittes brauchen wir hier diesen Satz aus der Betragsrechnung, den habe ich im Kurs Beträge bewiesen. Der sagt eben, wenn ich den Betrag eines Produktes bilde, dann kann ich auch die Beträge aus den einzelnen Faktoren bilden und dann erst multiplizieren. Der Satz gilt natürlich in diese Richtung und in diese Richtung, ist ja klar. Ja, die erste Umformung, die wir machen, ist folgende. Wir quadrieren beide Seiten. Dann erhalte ich hier auf der linken Seite Betrag von a plus b zum Quadrat ist kleiner gleich und auf der rechten Seite, da muss ich die ganze rechte Seite also in eine runde Klammer setzen. So, und dann hier mein Quadratzeichen dran machen. Ja, eine dumme Frage. Ist denn dieses Quadrieren der Ungleichung eigentlich eine Äquivalenzumformung? Also im Allgemeinen ist Quadrieren bei Ungleichung keine Äquivalenzumformung, in diesem Fall allerdings doch. Ja, und das erkläre ich mal eben. Und dazu wiederhole ich die Äquivalenzumformungen für Ungleichungen, zumindest die wichtigsten, die wir hier benötigen. Und zwar, wenn ich eine streng monoton steigende Funktion, wie zum Beispiel x hoch 3, auf eine Ungleichung anwende, dann ist das eine Äquivalenzumformung. Ja, das heißt, jetzt bezogen auf unser Beispiel, ich hätte beide Seiten mit 3 potenzieren dürfen. Das wäre okay. Ich darf auch Folgendes machen. Ich kann eine streng monoton fallende Funktion anwenden, wie zum Beispiel minus x hoch 3. Funktioniert auch, ist kein Problem, ist auch eine Äquivalenzumformung, aber ich muss dann das Ungleichheitszeichen umdrehen, weil die eben streng monoton fallend ist und nicht streng monoton steigend. Also das funktioniert, das auch, wenn man das Zeichen umdreht. Aber das Problem ist, wir haben hier quadriert, das heißt, wir haben die Funktion x² angewendet. Und die ist zum Teil streng monoton fallend und hier im positiven Bereich ist sie streng monoton steigend. Und das darf man normalerweise nicht machen. So, jetzt haben wir hier aber einen Sonderfall. Auf beiden Seiten der Ungleichung stehen nur Beträge, also irgendwas, was 0 oder positiv ist. Das heißt, wir benutzen nur diesen Teil hier. Ich schreibe mal dran, benutzt diesen Teil hier der Quadratfunktion. Den anderen Teil benutzen wir gar nicht. Und deshalb male ich den mal so gestrichelt hin. Der tritt hier also gar nicht in Aktion. Und deshalb benutzen wir nur, nur einen streng monoton steigenden Teil der Quadratfunktion. Nur dieses Stück benutzen wir, weil eben auf beiden Seiten nur positive Werte stehen oder 0. So, und deshalb ist in unserem Fall das Quadrieren eine Äquivalenzumformung. Gut, das als kurze Wiederholung der Schulmathematik. Und dann wische ich das mal wieder weg, weil jetzt brauche ich den Platz. So, als nächstes wenden wir hier auf der linken Seite diesen Satz hier an. Und der sagt eben, wenn ich einen Term quadriere, kann ich die Betragszeichen wegfallen lassen, falls da welche vorhanden sind. Und hier quadriere ich ja einen Term in Betragszeichen, also kann ich die Betragszeichen wegfallen lassen. Und stattdessen nehme ich dann runde Klammern.
Okay, die rechte Seite können wir auch direkt machen. Rechte Seite, da wende ich hier die erste binomische Formel an und da erhalte ich dann eben Betrag von a zum Quadrat plus 2 mal Betrag von a mal Betrag von b plus Betrag von b zum Quadrat. Okay. Als nächstes kann ich die linke Seite hier wieder mit der ersten binomischen Formel hier ausmultiplizieren. Ich kann auch von Hand ausmultiplizieren, aber geht ja so besser. Dann erhalte ich da a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Und die rechte Seite, die übernehme ich mal einfach. Da tut sich also im Augenblick nichts. So, okay. Als nächstes wende ich auf diesen Term hier und auf diesen Term hier diesen Satz an, allerdings von rechts nach links jetzt. So, und da sagt er eben, wenn ich einen Term quadriere, dann kann ich ruhig ein zusätzliches Betragszeichen setzen. Ja, ist ja auch logisch, ne? Weil dieses Quadrieren lässt einen negativen Term positiv werden und hier wird praktisch der Term zweimal positiv. Ne? Falls der Term negativ ist, dann kriegt er durch die Betragszeichen ein positives Vorzeichen und das durch das Quadrieren nochmal. Ne? Das ist also praktisch doppelt positiv gemacht. Ne? Aber 1 zu viel macht nichts und deshalb kann ich also hier schreiben statt a Quadrat Betrag von a zum Quadrat. Dann kommt 2 mal a mal b, da mache ich nichts. Und dann wende ich den Satz nochmal an und erhalte dann eben Betrag von b zum Quadrat. Und die rechte Seite schreibe ich wieder nur ab. So. Okay, jetzt bin ich fertig. Ja, jetzt hebt sich hier in dieser Ungleichung jede Menge auf. Und zwar darf ich ja auf beiden Seiten der Ungleichung einen Term subtrahieren. Das ist eine Äquivalenzumformung. Da kann ich zum Beispiel diesen Term hier auf beiden Seiten der Ungleichung subtrahieren. Und dann kann ich hier dieses Betrag von b zum Quadrat subtrahieren. Ja, und da bleibt nur übrig 2 mal a mal b. Ich schreibe es mal hin. 2 mal a mal b ist kleiner gleich 2 mal Betrag a mal Betrag b. So, und jetzt mache ich direkt noch etwas, und zwar ich dividiere beide Seiten der Ungleichung durch 2. Ne? Auch das ist eine Äquivalenzumformung, und dann fällt hier diese 2 auf beiden Seiten weg, die da als Faktor steht. Ja, als letzten Schritt machen wir Folgendes. Wir wenden hier diese Formel an, diese Formel, und zwar von links nach rechts. Ja. Diese Formel wenden wir an hier auf die rechte Seite der Ungleichung. Dann erhalten wir a mal b ist kleiner gleich Betrag von a mal b. Okay. So, jetzt brauche ich nur noch beweisen, dass die letzte Ungleichung hier stets wahr ist. Dazu überlege ich mir, welche Fälle hier auftreten können, also welches Vorzeichen die linke Seite der Ungleichung annehmen kann. Also zunächst einmal kann es passieren, dass hier a mal b positiv ist. Positiv, ne, nehme ich dann, wenn entweder beide Faktoren positiv sind oder beide negativ, dann ist das Produkt a mal b positiv. Es kann aber auch sein, dass das Produkt a mal b negativ ist. Und als drittes kann auch der Fall auftreten, dass das Produkt a mal b gleich 0 ist. Gut, betrachten wir Fall 1. A mal b ist positiv. Wenn dieses a mal b positiv ist, dann macht es doch nichts, wenn ich da noch Betragszeichen drumherum setze. Und dann habe ich hier folgenden Ausdruck stehen, oder folgende Ungleichung erhalte ich besser gesagt. Der Betrag von a mal b ist kleiner gleich dem Betrag von a mal b.
Ja, und das ist doch auf jeden Fall richtig wegen dem Gleichheitszeichen hier unter dem Ungleichheitszeichen. Also kann ich sagen, Fall 1 ist schon mal geklärt. So, im Fall 2 ist das Produkt a mal b negativ. Da schreibe ich mal drunter negativ. So, und etwas Negatives ist doch auf jeden Fall kleiner als ein Betrag. Das heißt, in diesem Fall ist die Ungleichung auch immer richtig. So, und wenn das Produkt a mal b gleich 0 ist, dann habe ich hier stehen 0 kleiner gleich 0. Und das ist ja auch richtig, weil ja hier noch das unter dem Kleinerzeichen dieser andere Strich steht, der für gleich steht. Ja. Also können wir sagen, auch dieser Fall ist richtig. So, und wir können sagen, diese Gleichung hier ist immer wahr. Diese Ungleichung. Diese Ungleichung, na, ich mache es mal ein bisschen schöner. Diese Ungleichung immer wahr. Immer wahr. So, was bedeutet das jetzt, wenn diese Ungleichung immer wahr ist? Das bedeutet doch, dass diese Ungleichung auch immer wahr ist. Denn von hier nach hier habe ich ja nur Äquivalenzumformungen durchgeführt. Ja? Keine Folgeumformungen, das waren immer Äquivalenzumformungen. Und deshalb hat diese Ungleichung und diese Ungleichung die gleiche Lösungsmenge. Und wenn diese Ungleichung hier immer wahr ist, dann heißt das auch, diese Ungleichung ist immer wahr. Ne? Die haben ja die gleiche Lösungsmenge, die sind äquivalent. Ja, und damit ist der Beweis eben vollbracht. Also, ich fasse den Beweis nochmal zusammen. Das war die Ungleichung, die ich beweisen wollte, die Dreiecksungleichung. Und ich habe die durch Äquivalenzumformungen umgeformt in eine äquivalente Ungleichung. Dann habe ich festgestellt, dass diese äquivalente Ungleichung immer wahr ist. Und wenn die immer wahr ist, also für alle AB, dann ist die natürlich auch immer wahr für alle AB, denn die sind ja beide äquivalent. Ja, das war der Beweis. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.